بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir sind immer noch mit dem Buch دروس اللغة العربية 10. Lektion, der zweite Teil. Und wir sind dann auf Seite 57 angekommen. Und bevor wir anfangen, wollte ich noch etwas erinnern für den letzten Unterricht, wo ich da die ganze Zeit immer gesagt habe, Lurati al-Ispania zum Beispiel oder Lurati al-Almania, Lurati so und so, al-Arabia. Das habe ich extra gesagt, damit wir beachten, dass nach Lurati ein Ja kommt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Luratil Ispania, dann hört man dieses Ja nicht. Luratil Almania, dann hört man das nicht. Und deswegen, damit ich das extra betonen kann, habe ich es getrennt. Was man eigentlich nicht machen sollte, wenn man normal redet. Okay. Dann fangen wir mit der zweiten Aufgabe an. Die sagt, Dua fil Farari fi mayali ad-damir. Hu oder her. Also wir werden ein Pronomen hinzufügen, entweder hu, was für ihn zum Beispiel ist, oder sein Buch zum Beispiel, und her für weiblich. Fangen wir mit Abdullah an und dann mit Ahmed und dann Herr Abdullah und dann Hussein. Ahmed, Nummer 1. Okay, هذه البنت طالبة اسمها زينب oder زينب زينب طالبة oder طالبة؟ هذه البنت طالبة اسمها زينب زينب Genau. اسمها زينب. Okay, Abdullah. محمد طيب محمد طبيب أصو يا محمد طبيب وابنه مهندس Genau. Okay, Hussein. هذا الرجال تاجر كبير هذا الرجل هذا الرجل تاجر كبير اسمه عبد الله Okay. Habt ihr schon mit Adam Hodja Dings da gemacht? Plural. Nee, ich glaube nicht. Ich mache Adam Hodja gar keinen Rabbi. Letzte Zeit. Ach so, okay. Weil Ar-Rajulu, der Plural von dem ist Ar-Rijal und deswegen dachte ich, ihr habt das schon gelernt. Ich weiß aber nicht. Also, ich hab das von Jonas, glaube ich. Keine Ahnung, von was ich habe. MashaAllah. Okay, Ahmed. آمنت في الغرفة وأمها في المطبخ. Genau. عبد الله. عائشة طبيبة عائشة أو عائشة؟ عائشة. Warum؟ والمحمد Wir haben gesagt, die Frauennamen sind anders als die Männernamen. Sogar so. Hamzatu, weil es Tamarbuta hat, sagen wir nicht Hamzatun, sondern Hamzatu. Okay. Ich dachte, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Nee, das hat mit dem Geschlecht zu tun und mit dem Wort an sich. Also wenn es ein ganz normaler Name ist, was weiblich ist, zum Beispiel Zainab, da gibt es kein Tamarbuta, da sagen wir Zainabu, weil es ein weiblicher Name ist. Hamzatu, sagen wir so, weil das wörtlich ein weiblicher Name ist. Aber eben für männliche, also für Männer. Ja, und bei Aishatu, oder nicht? Jetzt. Genau, Aishatu, wegen den beiden. Erstmal, weil das Wort weiblich ist und weil es auch und, für die Frauen sind. Ja. Okay. Okay, Aisha tu, Tabiba tu, wa uchtiha, wa uchtuha,
Wa-uchtuha. Okay. Das kann ich nicht lesen. Mim radati oder was soll das heißen? Okay, beim neuen hat man das Gings gemacht. Mumarridatun. Was heißt das? Mumarridatun ist Krankenschwester. Ach so, okay. Okay. Nochmal, damit ich das nicht vergesse. A'ishatu tabibatun. Also diese Regel mit dem Tu, dass wir kein Tanwin geben, das ist nur bei dem Namen. Aber bei der Eigenschaft geben wir ganz normal den Tanwin. Also A'ishatu tabibatun. Wa ukhtuha mumarridatun. Okay, jetzt sind wir bei Hussein. خرج محمد من الفصل وخرج معه زميلها. زميل. له. له. Weil زميل محمد. Aber زميل. Also sein Kollege. Achso, das soll. زميل ist Kollege. Achso, ich habe gedacht, زميل soll ein Mädchenname sein. Nein, nein, nein. زميل ist Kollege. Und sein Kollege, also der Kollege von Mohammed, Sami Luhu. Okay. Aber Kollege im Sinne von normal Arbeitskollege oder so freundmäßig so? Kollege auf der Arbeit oder Kollege auf der Schule. Hier ist es auf der Schule, weil er sagte, Kharaja Mohammed min al-Fasli. Also Mohammed ist aus der Klasse rausgegangen. Ja. Und mit ihm, oder genau, mit ihm sein Kollege. Achso, okay. Alles klar. Okay. Jetzt gehen wir zu der Aufgabe 3. Hier haben wir Beispiele und zu diesem Beispiel müssen wir ein Beispiel geben. Zum Beispiel. Jetzt Nummer 3 sagt, Hat Khamsata As'ilatin wa Ajribatin kal-mithal al-ati. Also gibt 5 Fragen mit 5 Antworten, genauso wie du es gleich in den kommenden Beispielen sehen wirst. Wir brauchen nur eins. Also jeder gibt ein Beispiel. Das erste Beispiel ist, A'indaka Qalamun, hast du einen Stift? Die Antwort ist dann, Naam, indi Qalamun, ich habe einen Stift. Ahmed, kannst du mir ein Beispiel geben? Okay, indaka Sayyaratun, Naam, indi Sayyaratun. Genau, Abdullah? Hast du gesagt, indi? Bei der Frage, indaka, und dann sagst du eine Sache. Ja, indi, aber bei der Antwort? Bei der Antwort sagst du indi. Einfach nur indi. Genau. Okay, was hat jetzt Ahmed gesagt? Indaka sayyaratun, naam, indi sayyaratun. Okay. Also du musst... indaka... Diesen Qalam musst du da ändern. Alles andere ist gleich. Ja, indaka tayyaratun la. Wie antworte ich jetzt? Zum Beispiel naam indi. Ja. Bitte? Nee, jetzt hier haben wir das positiv. Also komm nicht mit jetzt Hitler. Also sag okay. Ich habe. Okay. Okay, aber das habe ich nicht. Warte, ich muss tun, was ich habe und was ich kann. was heißt nochmal? Was ein Haus? Ach so, ja, einer. Indeke Beitun. Nein, ich habe auch kein Haus. Ist doch kein Problem, du lügst ja nicht. Das ist ja nur ein Beispiel. Okay, Schreibtisch. Was heißt nochmal Geld? Geld hatten wir ja noch nicht. Aber du kannst Dings kommen. Los. Schreibtisch hast du, Zimmer hast du. Ah, warte. Indeke Masaratun. Masari. Nein, okay, jetzt. Also, okay. Indeke Tayaratun. Naam, indi Tayaratun. Was willst du mit Tayara sagen? Flugzeug. Ta'iratun. Okay. Indaka ta'iratun. Naam, indi ta'iratun.
Und Fulus, das ist jetzt hier am Meer, also das ist, wie heißt das, Dialektsprache. Nukut. Nukut ist Geld. Und dann würde ich sagen, عندك نقوتٌ. Nukudun, genau. Okay. Okay, Hussein? عندك بيتٌ. نعم عندي بيتٌ. Genau, super. Jetzt bei Nummer 4 ist das Gegenteil. Also hier machen wir Negation. Hat خمسة أسئلة أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. Das Beispiel, عندك قلم, hast du einen Stift? لا, ما عندي قلم. Also, hast du einen Stift? Dies hast, haben wir gesagt, عندك hast und قلم. لا, nein, ich habe kein Stift. ما عندي قلم. ما ist dieses Negation. عندي haben, قلم Stift. Okay? Ahmed, kannst du ein Beispiel geben? عندك كرسي لا ما عندي كرسي genau super Abdullah عندك سيارة لا ما عندي سيارة genau super Hussein Du kannst Schreibtisch sagen. Zimmer. Ein hübsches Gesicht. Bitte. Du kannst Erdbeer sagen. Okay. عندك زوج؟ لا زوجة. زوجة تون, wa? عندك زوجة؟ لا ما عندي زوجة. Genau. Und dann haben wir dann ja, Zawjatun ist Ehefrau und Zawjun ist Ehemann. Aber was, ich wollte eigentlich Ehemann sagen. Ach so. Okay, beides geht. Also, ist hier nur ein Beispiel. jetzt, Ta'ammal, Mayali. Und wir haben hier das Wort Bait über das Haus, über das Bild. Haben wir dann Beitun und rechts haben wir dann Beiti, Beiti, mein Haus, Beituka, dein Haus, Beituhu, sein Haus, Beituha, ihr Haus. Im neuen Buch ist es ein bisschen anders, also die Reihenfolge, da ist es als erstes Beituha und dann Beituhu. Bis hier eine Frage. Okay. Auf der nächsten Seite haben wir dann أضف الأسماء الآتية إلى المتكلم والمخاطب والغائب والغائبة كما هو موضح في المثال. Also wir sollen die Namen, den Pronomen hinzufügen. المتكلم ist dieses Du, also die Person, die du ansprichst. Oder? Nein, ganz kurz. El-Mutakellim ist ich und wir. El-Mutakellim ist ich und wir. El-Mukhatab ist du und El-Ra'ib, der nicht anwesend ist, ist er und sie. Und wir haben in dem Beispiel Qalamun, Stift. Hatha Qalami, das ist mein Stift. Hatha Qalamuka, das ist dein Stift. Hatha Qalamuhu, das ist sein Stift. Hatha Qalamuha, das ist ihr Stift. Und das Gleiche machen wir dann mit den anderen Wörtern. Jetzt fangen wir mit Ahmed an. Okay, Hatha Kitabi, Hatha Kitabuka, Hatha Kitabuhu, Hatha Kitabuha. Genau. Abdullah? Das ist voll komplex, ja, ich bin gar nicht mitgekommen. Weißt du, wo wir jetzt sind? Oder wo deine Aufgabe ist? Hatha Sariri. Genau. Hatha Sarira.
Sariruka. Was? Sariruka? Genau. Okay. Hatha Sarirahu und Sariruhu. Ruhu, okay. Und Hatha Sariruha. Genau, richtig. Hussein? Dein Mikrofon ist aus. Ich rede gerade, ob ich bin das vom Schnee. Hatha Ismi. Hatha Ismuke. Hatha Ismuhu. Hatha Ismuha. Genau. Ahmed? Hatha Mindili. Hatha Mindiluke. Hatha Mindiluhu. Hatha Mindiluha. Genau. Abdullah? Hatha Ibni. Was ist richtig? Richtig. Sag mal, was heißt okay, also jetzt, wir haben das hier getrennt, aber eigentlich, wenn wir das direkt lesen, Herr Zebni. Okay, war nur eine Frage, sorry, für mich so. Herr Zebni, Herr Zebnuke, Herr Zebnuhu, Herr Zebnuha. Okay. Jetzt Hüssen. هذه سيارتي هذه سيارتك هذه سيارته und هذه سيارتها genau super Ahmed هذا مفتاحي هذا مفتاحك هذا مفتاحه und هذا مفتاحها Super. Abdullah? Hatha yadi, hatha yaduka, hatha yaduhu, hatha yaduha. Genau, super. Okay, jetzt bei Nummer 6 haben wir Iqra. Da müssen wir lesen. Dort haben wir erstmal vier Wörter sozusagen. Wir haben Li. Im Deutschen dieses Eindi und Li, das haben wir letztens gesagt, das ist beides gleich, also gleiche Übersetzung. Das ist meins oder das habe ich. Also Li, lecker, das gehört dir. Lahu, das gehört ihm. Laha, das gehört ihr. Ahmed, kannst du lesen? Jetzt die Frage. Ich, ja. Muss ich es hier verbinden? Nein, weil ich sage Li Uchtun, ne? Genau, Li Uchtun. Ich muss nicht Li Uchtun sagen, so, ne? Li Uchtun, Wahidatun. Genau. Abdullah? Elaka Achu. Okay. La Mali Achun. Genau. Hussein? Uchti laha Tiflun Sarirun. Und das letzte ist dann Ahmed? Zemili lahu Achun wa Uchtun. Genau. Natürlich, ihr habt alles verstanden, richtig? Ja. Ja. Okay, wenn einer so ja sagt, dann übersetze ich mal alles. Also li uchtun wahidatun. Da gibt es einige, die haben es nicht verstanden. Ich habe eine Schwester. Weil li, ich habe uchtun, Schwester, wahidatun. Alaka achun, hast du einen Bruder? La, ma li achun. Nein, ich habe keinen Bruder. Uchti laha tiflun sagirun. Meine Schwester hat einen kleinen Kind oder ein kleines Kind. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Mein Kollege, sei es auf der Arbeit, sei es in der Schule, hat einen Bruder und eine Schwester. Okay. Jetzt auf der nächsten Seite. Oben steht dann eben Naqulu, also man sagt oder wir sagen, Indi kitabun.
ونقول لي أخ. Und im Alten steht noch لا تقول عندي أخ. Letztens sind wir da durcheinander gegangen und wir haben gesagt, alles geht. Das müssen wir nochmal korrigieren. Bei den ganz normalen Sachen, wie Buch, Stift, also Materialien, da sagen wir عندي. Aber bei Personen, da sagen wir zum Beispiel لي. Deswegen hier عندي كتاب und لي أخ. Und wo sagt man لدي und so? لدي. Wenn das kommt, sagen wir inshallah. Also als erstes bleibt man bei Hindi und Li. Okay. Ich habe nur eine Frage. Warum sagt man Nekulu und nicht Nekulun? Nekulu, wir sagen. Was war das andere, was du gesagt hast? Ich meine, warum macht man nicht mit Dingsa? Tanwin am Ende. Nekulun. Ach so, weil Nekulu, das ist ja ein Verb. Ein Verb hat niemals Tanwin. Ach so, okay. 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 Jetzt Nummer 7, das Ma'a, mit. Okay. Ma'a, danach kommt immer Mudaf Ileh. Falls ihr euch erinnern könnt, wir haben gesagt, Mudaf Ileh ist sowas wie Mohammeds Buch. Also sowas wie Genitiv. Ich mag das eigentlich nicht so zu übersetzen, dass Mudaf Ileh zum Beispiel Genitiv ist oder so. Aber damit ihr euch das irgendwie vorstellen könnt, fürs Anfang. Bei Nummer 7, da haben wir jetzt die Aufgaben. Wir lesen die erstmal. Ahmed, fang du mal an. Nummer 1. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Weißt du, was das heißt? Hamid ist rausgegangen mit Khalid. Genau, richtig. Abdullah, Nummer 2. Dhahabul Tabibu ma'al Muhandisun. Ma'al, die Harake ist noch beim Wort. Nicht Muhandisun, sondern Muhandisi. Genau. ذهب الطبيب مع المهندس. Was heißt das? Mohandis heißt Ingenieur. Genau. Tabib? Ich weiß es nicht. Tabib heißt Doc? Schüler? Arzt. Und was ist ذهب? Gegangen. Der Arzt ist mit dem Ingenieur gegangen? Genau. Was soll das für ein Satz sein? Hier, du lernst ganz normal, wie du Ma'a benutzt. Du lernst, dass nach Ma'a bekommst du, kommt ein Wort, das immer Kesra hat. Natürlich Tanwin, wenn es eben bekommt. Ma'a Khalidin, Ma'a Muhandisi. Okay. Hüseyin, Nummer 3. جلس المدرس مع المدير. أحمد نمبر 4. من معك يا علي؟ معي زميلي. يا علي نبا. يا علي. يا علي. Ich habe etwas gestoppt. Und ich habe eine Frage. Sagt man Ma'i, weil Ali weiblich, als weiblich gilt? Kannst du nochmal die Frage stellen? Also man sagt ja nicht mehr, man sagt ja nicht Ma'a Zamili, sondern Ma'i. Gilt das, weil, weil ich hab, es war doch so, dass Ali als so wie Hamza als weiblich gilt, oder? Also die Frage habe ich nicht richtig verstanden, aber ich übersetze es mal wortwörtlich. Man ma'aka ya Ali, also wer ist mit dir, o Ali? Und die Antwort ist dann ma'i, mit mir ist mein Kollege. Na, diese hier ist da, weil es mit mir heißt, Hüseyin. Ach so, okay. Wenn du sagst,
Ma'a zamili, mit meinem Kollegen. Ja. Aber hier sagt er, wer ist mit dir? Ach so, also so wie ma'ahu, ma'aha und so, ja? So ma'i. Genau, richtig. Okay. Also dieses ja und dieses kaf, ha, hu, das kannst du zu den Verben hinzufügen und das kannst du auch zu den Personen oder zu Sachen hinzufügen. Okay. Wenn du es zu den, das ist ein bisschen zu fortgeschritten, aber ich sage es trotzdem mal. Wenn du es zu den wenn du es zu den Verben hinzufügst, dann ist es automatisch Akkusativ. Also jetzt zum Beispiel Daraba. Daraba heißt schlagen. Daraba hu oder Daraba ka. Er hat dich geschlagen. Im Arabischen, im Deutschen, jetzt dich ist nicht Akkusativ, aber es ist eben die Sache ist bei dir passiert. Also mit wem ist es passiert sozusagen? Aber wenn du sagst Kitabuhu, dann ist es sein Buch. Da ist es eben, in welchem Besitz ist das? Hast du verstanden, was ich meine? Ja. Okay. Jetzt sind wir bei Abdullah. Nee. Bei Ahmed. Nein, bei dir. Ja? Amina tu ma'ahu zawjuha. Ma'ahu oder ma'aha? Ma'aha, zawjuha. Zawjuha. Genau. Okay. Amina ist mit ihrem Mann. Amina tu mit ihr ist ihr Mann. Mit ihr ist ihr Ehemann. Okay, jetzt okay. Hüseyin. خرج أبي من البيت من خرج معه خرج معه عمي عمي عم ist Onkel عمي mein Onkel عمي ist aber also عم ist عمي ist aber Dings oder Onkel nicht erstmal nicht Amiyun, sondern Ammi. Also der Ja hat gar kein Zeichen. Der ist nur für die Verlängerung da. Ammi. Und das Onkel väterlich das heißt, oder? Ach so. Ich habe jetzt verstanden. Also beim Alten hat man dann Fehler gemacht. Die gehört eigentlich zum. Das ist ein Fehler vom Buch. Aber das ist jetzt Onkel väterlicherseits? Genau, väterlicherseits. Okay. Am und Amme oder Ammetu, yani, das ist väterlicherseits. Tante, Onkel. Khal, Khaletu, das ist mutterlicherseits. Ja. Im Türkischen ist es ein bisschen anders. Ja, aber im Kurdisch ist es gleich. Weiß ich nicht. Okay, jetzt Nummer 7. Wie bitte? Unwichtig. Was? Ich meinte, sorry, du Hobbycode. Okay, jetzt Nummer 8. Iqra, lies. Die Zeit ist knapp, deswegen werde ich das alles ein bisschen erklären. Noch. Hier haben wir Beitun, Beituke, Beituhu, Beituha, Beiti. Also eigentlich alles wieder ganz normal. Und dann her Abun, Abuka, Abuhu, Abuha, Abi. Achun, Achuka, Achuhu, Achuha, Achi. Das ist alles jetzt hier ganz normal, dieses Mein, Dein, Sein, Ihr. Ihr merkt aber, dass bei Ab und Ach haben wir noch ein Wow hinzugefügt. Es gibt, das sage ich euch jetzt schon, es gibt 5 Wörter, die so eine Regel haben. Die nennt man so Esma al-Khamsa. Dieser Esma al-Khamsa, dazu gehört eben der Bruder und der Vater. Bei denen fügen wir immer ein Wow oder ein Ja oder ein Elif hinzu, je nachdem, in welcher, also was für ein Baustein das ist. Ist er ganz normal ein Nominativ, dann fügen wir ganz normal ein Wow hinzu. Ist er Akkusativ, ein Elif zum Beispiel. Ist er im Dativ, also Mudaf Ileh zum Beispiel, oder ist ein Majrur, dann bekommt er ein Kesra, ein Ja, tut mir leid, ein Ja.
Das sage ich euch jetzt schon. Unten haben wir dann Beispiele. Abi wa ummi fil bayti. Mein Vater und meine Mutter sind im Haus. Aina abuka ya Hamid? Au ya Hamidu? Wo ist dein Vater? O Hamid? Zahaba ila suqi. Er ist zum Markt gegangen. A'akhuka tabibun? Ist dein Bruder Arzt? La huwa mudarrisun. Nein, er ist Lehrer. Also ist dein, okay. Zainabu fi Riyad. Zainab ist in Riyad. Akhuha fi Taif. Ihr Bruder ist in Taif. Und wa abuha fi Madinat al Munawwara. Und ihr Vater ist in Al-Madina. Hadha at-talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabir. Dieser Student, sein Vater ist Minister und sein Bruder ist ein großer Händler. Irgendwelche Fragen? Ja. Okay, was ist die Frage? Beim zweiten Satz, das heißt doch ja Hamidum, oder? Hier, das kommt eigentlich, also ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben, aber dieses ja Hamidu, das ist eben ein Ruf. Und deswegen hat es eine bestimmte Regel. Weil es bestimmt ist, haben wir gesagt, Hamidu. Verstanden? Okay. Weil oben haben wir das auch. Bei Nummer 4, Aufgabe 7, haben wir Ya Ali Yu. Okay, im Alten steht das nicht. Im neuen Buch findet ihr dann. Im neuen Buch findet ihr Shadda bei Ali und Dhamma. Kein Tanwin. So, im Alten ist ein Tanwin, deswegen. Dann hat Ahmed doch recht vorhin. Was hat Ahmed gesagt? Ahmed hatte ja Aliyu gesagt und Shadda gesagt, heißt nicht ja Aliyun. Ach so, okay. Also, das ist ja Aliyu. Und hier eben ja Aliyu. Wenn quasi ein Ja kommt, also ein Rufdingser, dann sagt man nur noch U. Genau. Okay. Okay, hat jemand noch Fragen? Okay, dann gehen wir zur nächsten Seite. Die letzte. Und danach gibt es eine Prüfung. Nächste Woche. Hier haben wir noch einen Satz. Zahaba achi ila al-madrasati. Mein Bruder ist zur Schule gegangen. وَذَهَبَ أَبِي إِلَى الْجَامِعَةِ. Und mein Vater ist zur Uni gegangen. Jetzt Aufgabe 9. اقرأ الاسماء الآتية أو الآتية واضبط أواخرها. Und gib dem Ende die korrekte Endung. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Ich glaube, bis hier sind wir uns alle einig. Und dann nachher eben die männlichen Namen, die aber wörtlich gesehen weiblich sind. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Die haben jetzt nur Dhamma bekommen, weil die wörtlich weiblich sind. Aber eben also männliche Namen. Hier hat man jetzt das untere. Okay. Jetzt, im Alten steht jetzt Iqra al-Asma'ati, Wadbid Awakhiraha. Das haben die jetzt geschrieben. Khali Dun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Talhatu. Und dann haben wir die neuen Wörter, Al-Kalimatu al-Jadida. Al-Zamilu, der Kollege, Al-Zawju, der Ehemann, Wahidun, eins, Fetten. Fetten ist ein Jugendlicher, aber ein starker Jugendlicher. Ma'a, mit, Al-Tiflu, das Kind, Al-Kuwaitu, Kuwait. Okay, irgendwelche Fragen?